schaut euch mal dieses Elend an. Wobei Elend ist ja eigentlich total übertrieben, weil es ist total spannend bezüglich den Tomaten. Wir haben jetzt den 20. November und wir können draußen immer noch Tomaten ernten, auch wenn die eine oder andere Pflanze gar nicht mehr so toll ausschaut. Schaut euch das mal an. Hängt richtig voll mit Tomaten. Jetzt könnte man natürlich sagen, Klimawandel, ja, alles Katastrophe. Aber ich denke mal, man muss mit den Dingen einfach mal anfangen zu leben. Und wenn es eben bedeutet, dass wir an Weihnachten frische Tomaten ernten können, ist wieder ein bisschen windig, aber es soll die nächsten Tage auch richtig frostig werden. Das heißt, im Dezember werden wir keine Tomaten mehr ernten, weil dann sind die auf jeden Fall weg. Aber diese hier, diese Black Pearl Tomate. Tomatik. Dann haben wir hier noch die Horngurke. Die wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Hui, ist es heute windig. Kalt. Aber die Horngurke wollte ich euch zeigen. Die Pflanze ist mittlerweile abgestorben. Da kann man nicht mehr so viel entdecken. Hier ist auch noch mal so ein Horngürkchen. Aber zumindest kann man behaupten, dass es funktioniert hat. Ich hatte mir überlegt, ob ich die Tomaten schon längst wegräumen soll oder nicht. Da habe ich mir gedacht, komm, schauen wir mal, wie lang man das Thema hier spielen kann. Aber diese Tomate schaut zwar schrecklich aus, aber schaut euch mal hier die andere Tomate an. Die schaut ja richtig gut aus. Ja? Die ist noch richtig top fit. Wenn man jetzt hier runter schaut, ich habe das ja jetzt einfach mal so wachsen lassen. Schaut euch mal an, hier hängt das noch richtig voll mit Früchten und überall sind auch noch Tomaten. Und wenn wir jetzt umdrehen, sehen wir uns, ich habe schon hier alles weggeräumt, aber ich habe noch eine zweite Tomate stehen lassen und bei der ist das mindestens genau das gleiche wie bei den anderen Tomaten. Hier kann man immer noch richtig schöne Tomaten ernten. Und jetzt, wo es gerade ein bisschen anfängt zu regnen, werde ich das Video auch gleich beenden, weil schmeckt sogar richtig gut. Und was man sehen kann, diese Sorte ist wirklich richtig widerstandsfähig. Hier ist zwar ein Trieb, der richtig schön verbraunfold ist, aber einiges von der Pflanze hat auch problemlos überlebt. Jetzt gucken wir mal hier auf das Etikett. Dafür ist eigentlich mal ganz gut, dass die San Viva Tomate und ihr seht, wie widerstandsfähig diese Sorte eigentlich ist. Sollte eigentlich keine Werbung sein, ich wollte gerade sagen, aber mehr Werbung oder bessere Werbung für diese Sorte kann man eigentlich fast nicht bringen. Ihr seht, wenn das Wetter nicht allzu kalt wird und wir hatten teilweise schon echt Nächte, wo es morgens richtig frisch war, die Tomaten halten sehr viel aus. Und so etwas lernt man eben nur, wenn man solche Dinge austestet und oder eben, wenn man es nicht austesten will, wenn man keinen Platz hat für Tomaten, gartenschlau abonniert. Bis zum nächsten Video. Dann schauen wir mal, wie es in Tomaten geht. Oder auch nicht. Ihr werdet es vielleicht erfahren oder auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich sie weggeräumt habe, dann bin ich so ehrlich und sage es euch, hey, ich habe die Tomaten jetzt mal weggeräumt. Aber diese Sorte, jetzt zum Schluss, bis zum Schluss. Welche Sorte ist das? Habe ich da noch ein Etikett? Nein, da ist kein Etikett dran. Aber das ist, glaube ich, die Summer Sun. Die Summer Sun hat ja solche etwas größeren Früchte als die San Viva. Und ihr seht, die ist auch eine sehr stabile Sorte und ist jetzt auch immer noch am Blühen. Und mit dieser Blüte von dieser schönen Summer Sun im Herbst, Wind, Wetter verabschiede ich mich. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.